Moin Leute, heute geht's darum, wann sich eigentlich so eine Balkonsolaranlage lohnt oder halt auch nicht. Ich zeige euch, wie ihr euch das selber berechnen könnt, damit ihr wisst, wie viel an Ertrag ihr so erwarten könnt in etwa. Wir schauen uns auch an, wie viel es bringt, zum Beispiel die Waschmaschine mittags statt abends laufen zu lassen und ob ein Akku für eine Balkonsolaranlage sinnvoll ist oder nicht. Hierfür haben ich, Nick aus meinem Team und noch drei freiwillige Entwickler ein kostenloses Webtool entwickelt, welches ihr frei nutzen könnt. Das Tool zeigt euch auch an, welche Akkugröße für eure PV besonders sinnvoll ist, welchen Ertrag ihr erwarten könnt, wann sich die Anlage so ganz grob amortisiert und so weiter. Es ist echt ziemlich praktisch, finde ich. Am Ende werde ich euch noch erklären, wie ihr die Entwickler und auch diesen Kanal hier supporten könnt. Ja? Bitte schaut es euch an, denn nur mit eurem Support können wir hier wirklich unabhängig und frei arbeiten. Ja, der erste einfache Fall. Ich zeige euch erstmal, wie es so ganz grob funktioniert, damit ihr eine Idee kriegt. Ja, ihr geht auf meine neue Webseite, schaut euch die mal an. Das ist ein kleiner Überblick über alle Sachen, die ich so bisher gemacht habe. Klickt auf PV-Tool und dann könnt ihr sofort loslegen. Ich zeige euch das jetzt einfach mal für folgende Daten. Ja, wir nehmen mal eine vierköpfige Familie mit einem Verbrauch von so 4250 Kilowattstunden im Jahr. Also so 11,6 Kilowattstunden am Tag. Das ist so der Schnitt. Einen Strompreis nehmen wir so von ca. 40 Cent an pro Kilowattstunde. Das habe ich irgendwie aus Verivox aktuell. Die Einspeisevergütung liegt bei 6,9 Cent ungefähr. Bei Balkonsolar interessiert uns das aber nicht, weil da bekommen wir nichts. Also da haben wir da 0,0 Cent tatsächlich. Als Ort habe ich jetzt einfach mal Köln genommen, 50667 als Postleitzahl und die Ausrichtung nehmen wir mal perfekt mit 30 Grad Aufständerung und nach Süden an. Die Installationskosten nehme ich jetzt einfach mal so 1000 Euro an. Das ist jetzt, finde ich, relativ hochgegriffen, aber wir nehmen es jetzt einfach mal der Einfachheit halber, damit kann man schön rechnen. Kosten für den Akku pro Kilowattstunde stelle ich auf 100 Euro, was jetzt zugegebenermaßen für kleine Akkus total unrealistisch ist. Also wenn man jetzt so eine Kilowattstunde hat oder so, da komme ich mit 100 Euro auf keinen Fall aus. Wenn ich aber einen großen Akku habe, so wie ich zum Beispiel, ist es durchaus realistisch, sowas hinzubekommen. Okay, schauen wir uns an, was rauskommt. Ihr seht jetzt hier die Amortisationszeit in Rot und zwar für verschiedene Akkugrößen. So, ganz links ist dann praktisch der Fall ohne Akku. Angezeigt. In Blau ist dann der Autarkiegrad angezeigt. Der Autarkiegrad beschreibt einfach gesagt, wie viel ich von meinem Stromverbrauch mit der PV abdecke. Das ist bei so einer kleinen Balkonsolaranlage natürlich nicht sehr viel. Hier so zum Beispiel sind so 11%, aber immerhin. Unten in der Tabelle steht auch noch der Eigenverbrauchsanteil in Prozent und der beschreibt wiederum, wie viel ich von meinem erzeugten PV-Strom selber nutze. Und das liegt tatsächlich hier in diesem Fall bei 100%. Das ist krass, oder? Und jetzt kann man die Frage stellen, 100%, warum ist das so? Geht das überhaupt? Ganz einfach, der Verbrauch ist hier so hoch in dem Fall, dass alles, was ich erzeuge, praktisch sofort von mir selbst verbraucht wird. In diesem Fall würde zum Beispiel ein Akku überhaupt keinen Sinn ergeben, da ich keinen Überschuss habe, den ich irgendwie speichern müsste. Das hängt natürlich total davon ab, wie viel ihr wann verbraucht. Also in diesem Fall haben wir so ein Standard-Lastprofil angenommen, das kann auch geändert werden und das testen wir auch gleich mal, was passiert, wenn wir das ändern. In der Tabelle sehe ich auch noch, dass ich ca. 508 Kilowattstunden im Jahr erzeuge und damit dann so grob 200 Euro spare. Also nach 5 Jahren habe ich ca. 1000 Euro gespart und damit meine Anlage dann echt bezahlt. Also das ist echt ziemlich cool, finde ich. Klar, der Strompreis kann sich natürlich ändern und so weiter und die Werte hier sind auch nicht total perfekt. Ne? Ich erkläre euch ja später halt nochmal, welche Einschränkungen unsere Methode habt, damit ihr das irgendwie einschätzen könnt. Aber für so eine erste grobe Einschätzung ist das echt nicht schlecht. Da habt ihr schon mal was an der Hand und das ist oft erheblich besser als das, was man von vielen Installateuren oder sonst was irgendwie vorgerechnet bekommt. Nicht immer, aber ich denke, das ist ein ganz guter Weg für euch, eine erste Abschätzung zu bekommen. Ja, okay, was würde eigentlich passieren, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein super sparsamer Single bin, ja, und nur 1300 Kilowattstunden im Jahr verbrauche? Wir probieren das mal aus. Und wie gesagt, den Akku, ich lasse den mal bei 100 Euro pro Kilowattstunde, das ist extrem günstig und ist total unrealistisch für so kleine Akkus, aber ich lasse es trotzdem mal so eingestellt, denn man sieht das Prinzip hieran jetzt sehr gut, ja. Ich will euch mal mit so ein paar extremen Werten zeigen, worum es mir geht, was man sehen kann und so. Und das ist halt ganz interessant. Ihr könnt das ja selber dann später noch ändern. So, also ganz links seht ihr jetzt den Wert für gar keinen Speicher. Also wenn wir wirklich überhaupt keinen Speicher haben, da sehen wir jetzt irgendwie so unten in der Tabelle, 368 Kilowattstunden können wir selbst nutzen und 140 Kilowattstunden speisen wir jetzt ins Netz ein und bekommen halt nichts dafür. Die Anlage würde sich in dem Fall dann erst nach 6 bis 7 Jahren amortisieren. Die rote Kurve zeigt jetzt, wann sich die Anlage mit einem fiktiven Akku amortisieren würde, also bei verschiedenen Akkugrößen.
das Minimum der Kurve, und das interessiert uns ja. Also wo ist der Akku eigentlich optimal, bei welcher Größe? Das wäre hier bei einer Kilowattstunde. Wie gesagt, ihr werdet nicht eine Kilowattstunde für 100 Euro bekommen. Das ist bei der kleinen Größe leider unrealistisch, ne? Da ich halt zum Beispiel das BMS oder so habe, was so ein Overhead darstellt. Das heißt, da komme ich nicht dran. Bei größeren Akkus wäre es aber durchaus machbar. Und wie gesagt, ich will euch jetzt hier einfach mal so das zeigen, wie das funktioniert, und damit ihr ein Gefühl für die Sache bekommt, worum es eigentlich geht. Zudem muss man natürlich auch ehrlich sagen, ich kann bei einer Balkon-PV nicht ohne weiteres so einen Akku nutzen, beziehungsweise die Anlage würde natürlich dann teurer werden, weil ich noch mehr Teile brauche, außer nur den Mikrowechselrichter. Und ich werde euch auch in einer der nächsten Folgen werde ich euch eine mögliche Lösung vorstellen. Ich arbeite gerade daran, also bin gerade am Basteln, es dauert aber noch ein bisschen. Jo, mittags mehr verbrauchen, was bringt das eigentlich? Das ist, finde ich, total interessant, die Frage. Ja? In unserem ersten Beispiel, das ich euch gezeigt habe, mit einer vierköpfigen Familie und einem Verbrauch von 4000 noch was Kilowattstunden im Jahr, haben wir gesehen, dass wir mit diesem Standard-Lastprofil fast unseren gesamten Strom verbrauchen und einfach durch die normalen Geräte und praktisch irgendwie, das macht gar keinen Sinn irgendwie. Da können wir nicht viel machen. Ob wir jetzt mittags mehr oder weniger, so, ne, mehr als das können wir nicht erreichen. Aber bei dem niedrigeren Verbrauch von eben mit 1300 Kilowattstunden im Jahr sieht das auf einmal ganz anders aus. Wenn ich jetzt zum Beispiel dann die Waschmaschine, den Trockner, die Spülmaschine und so weiter eher in den Mittag lege, wo halt so richtig die Sonne scheint und ich richtig Power habe, dann kann ich tatsächlich relativ viel rausholen. Ich zeige euch mal, wie viel das ausmacht. So, und jetzt können wir mal ausprobieren, was eigentlich passiert. Ja? Legen wir jetzt mal, ich mache mal zwei Tests. Der eine ist quasi, wir legen jetzt mal 10% von unserem abendlichen oder morgendlichen Verbrauch in den Mittag rein und dann machen wir es nochmal krasser und probieren das Ganze mal mit 20%. Also ich sage einfach, ich habe morgens und abends 20% weniger und packt das dann irgendwie in den Mittag rein. Also shifte quasi meinen Verbrauch, versucht den an die PV zu optimieren. Und gucken wir mal rein. Verbrauche ich jetzt die 10% mehr am Mittag, dann steigt meine Eigenverbrauchsquote ebenfalls um fast 10% an und die Amortisationszeit, und das finde ich krass, sinkt fast um ein ganzes Jahr. Ja, also ihr seht auch, so ein Akku wäre hier in dem Fall nicht mehr so attraktiv, da der Unterschied zur Anlage ohne Akku kaum noch vorhanden ist. Wie gesagt, die Preise sind ein bisschen niedrig angesetzt, aber ne, es macht viel aus, das will ich euch sagen. Wie sieht es jetzt bei 20% aus? Der Eigenverbrauch steigt dann zum ersten Profil, also zum allerersten, um fast 18% auf insgesamt 90% an, und das ist schon ziemlich gut. Die Amortisationszeit sinkt dann auch nochmal um ein halbes Jahr und ein Akku macht hier überhaupt keinen Sinn mehr. Was ihr, wie gesagt, die Akkuwerte, habe ich gesagt, sind sehr niedrig angesetzt, aber was ihr auf jeden Fall hier sehen könnt, ja, ist, dass ich mit einer Verhaltensänderung sehr viel erreichen kann tatsächlich und mir möglicherweise sogar damit einfach einen Akku sparen kann, also mit wirklich einer einfachen Verhaltensänderung. Und ihr müsst halt immer sehen, die Verhaltensänderung gibt es umsonst, vorausgesetzt, sie ist machbar für euch, klar. Und der Akku natürlich nicht. Also auch sowas sollte man immer bedenken. Ne? Das eine ist halt viel einfacher, wenn es geht. Ne? Ich weiß, das ist nicht bei jedem möglich, aber überlegt euch das. Und könnt ihr ja mal nachrechnen, was das bei euch ausmacht. Ist halt cool. Jo, was fehlt? Das Tool bildet natürlich nicht alles ab. Ne? Ich meine, die Realität ist sau kompliziert. Wir können nicht alles damit abbilden. Das ist halt einfach technisch sehr schwer machbar. Also ein paar Sachen sind nicht berücksichtigt, beziehungsweise können wir einfach auch gar nicht berücksichtigen, weil das zu kompliziert wird. Und ich sage euch einfach mal, welche das sind, damit ihr das einfach wisst. Also zum einen ist es zum Beispiel die Wirtschaftlichkeit, die Amortisationszeit, die berücksichtigt natürlich nicht, dass man das Geld zum Beispiel auch anderweitig anlegen könnte. Auch keine steuerlichen Aspekte und so weiter sind berücksichtigt. Das wird dann einfach zu kompliziert und das ändert sich ja auch alles immer sehr stark. Das Lastprofil, also wie viel Strom verbraucht ihr wann über den Tag quasi, das ist über das gesamte Jahr gemittelt. Also im Winter hätte man sicherlich nochmal ein anderes Verhalten natürlich, also zu Hause, als im Sommer. Also das heißt, das kann ich jetzt hier nicht so gut berücksichtigen, aber ihr könnt euch vorstellen, dass ich jetzt nicht für jeden Tag ein anderes Lastprofil eingeben kann, dann wird es halt echt zu kompliziert, deswegen muss man so einen Mittelwert nehmen. Strompreise und Vergütung, die können sich natürlich beide total krass ändern über die Zeit und das wissen wir natürlich nicht. Also ihr könnt die frei eingeben, aber die Änderung in den nächsten 10 Jahren, die kann ich euch nicht sagen, die wird auch keiner wissen, das ist halt alles Spekulation.
Ja, ihr könnt aber mit den Werten rumspielen und einfach mal gucken, was passiert, wenn sich da der Strompreis oder so sowas halt ändert und was das eigentlich ausmacht. Das Gefühl könnt ihr halt schon kriegen. Im Moment können wir nur ein Dach berechnen. Also wir arbeiten aber auch tatsächlich daran, dass man mehrere Dächer simulieren kann. Also zum Beispiel, wenn ihr so eine Ost-West-Anlage habt, dann wäre das natürlich schon irgendwie cool zu sehen, was macht das eigentlich aus. Die Degradation der Module über der Laufzeit, also die werden ja mit steigendem Alter auch immer ein bisschen schlechter. Das haben wir hier auch nicht berücksichtigt. Könnten wir überlegen, ob man sowas vielleicht noch einbaut in der Zukunft. Das wäre, denke ich, noch machbar. Was auch nicht berücksichtigt ist, ist, dass die 70%-Regel, also diese Leistungsbegrenzung, die ja in Deutschland zum Beispiel gilt, die haben wir auch nicht berücksichtigt. Ich befürchte auch, dass das gar nicht so einfach machbar ist, weil das ja immer nur die Peaks quasi betrifft. Das wird von der Simulation her relativ komplex. Was wir auch nicht drin haben und das ist natürlich auch wahnsinnig kompliziert ist, sind jetzt irgendwie steuerbare Verbraucher. Also wenn ich zum Beispiel meinen Eigenbrauch optimieren kann, ne, durch eine Wärmepumpe oder irgendwie ein E-Auto, was schlau lädt oder so, das können wir natürlich auch ganz, ganz schlecht simulieren. Das würde sich dann in diesem Lastprofil irgendwie zeigen. Das macht es nicht ganz leicht, aber man könnte es zumindest versuchen, im Mittel irgendwie darzustellen. Dafür bräuchten wir aber echt belastbare Werte, die haben wir natürlich nicht. Okay, ich denke, das war's jetzt so. Also ich habe wirklich versucht, euch jetzt hier alles zu sagen, was es halt auch nicht kann. Ich will halt ehrlich sein. Aber denkt halt bitte daran, das Tool ist umsonst von uns und das ist von uns in unserer Freizeit entwickelt. Und es dürfte euch auf jeden Fall einen belastbaren Anhaltspunkt geben, ob das Ganze irgendwie für euch Sinn macht oder nicht. Oder zumindest Gefühl dafür, welche Werte irgendwie wie wo eingehen und wie wichtig die sind, ja. Also ich habe das Tool, das ein Ding war auch, warum wir das überhaupt gemacht haben, war, dass viele Leute mir irgendwelche Angebote von irgendwelchen Firmen zugeschickt haben für PV-Anlagen, wo denen halt irgendwelche Amortisationszeiten berechnet wurden, die wirklich kompletter Blödsinn einfach waren. Und wir versuchen jetzt hiermit so dem ein bisschen entgegenzuwirken und euch ein bisschen was an die Hand zu geben, mit dem ihr euch da vielleicht auch irgendwie selber informieren könnt und euch auch im Notfall wehren könnt. Jo, gestartet habe ich das ganze Tool quasi irgendwann mal in meinem Kopf. Dann habe ich das über ein paar Rechnungen auf Papier gemacht und dann in Excel rein und versucht, das so ein bisschen hinzubekommen. Und Nick half mir dann irgendwie, das Ganze zu automatisieren, also besonders die Schnittstelle zu PVGIS irgendwie zu realisieren. Und nach dem letzten Video, was ich darüber gedreht habe, haben sich dann tatsächlich noch drei Jungs gemeldet, und zwar Lukas Grosser, Jürgen Niesner und Florian Federspiel. Und die haben uns dann tatsächlich geholfen, das Ganze dann irgendwie so ins Web zu bringen und euch halt diese coole Schnittstelle hier zu bieten. Das sind alles freiwillige Helfer, alle haben das in ihrer Freizeit gemacht und keiner von denen wollte irgendwas dafür haben. Also einfach nur tausend Dank für euren Support. Ich finde das absolut geil und ich glaube, dass wir euch damit echt ein bisschen helfen können. Wenn ihr die Jungs oder meinen Kanal supporten wollt, dann ist unten ein PayPal-Link. Ja, bitte gebt an, ob das Geld für die Entwickler ist oder für den Kanal. Das Geld für die Entwicklung werde ich zu 100% an die Entwickler weitergeben. Ich werde auch selber davon nichts nehmen. Und die Jungs das unter sich selbst aufteilen lassen. Das sollen die selber ausmachen, wer wie viel kriegt. Das Geld für den Kanal werde ich für die laufenden Kosten des Kanals nutzen. Also ich bin da einfach echt wirklich extrem auf euch angewiesen. Ja, zumindest wenn ich irgendwie unabhängig bleiben will, denn so ein ganzer Kram kostet leider auch viel Geld und mich auch viel Zeit. Und deswegen brauche ich da einfach ein bisschen Support, sonst kann ich das nicht aufrechterhalten. Deswegen vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.